War das die Geschichte, die wir gerade gemacht haben? Häftlingskript bei der Verteidigung von Ostend? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Genau. Hier sind wir schon gewesen. Na, dann würde ich sagen, springen wir gleich zurück zu einer anderen Wegmarke. Helfen noch schnell dem Skrit hier auf die Beine. Ey, erstmal abbrechen und den Zerstörer Krebsling hier. Ich hab's gewusst. Ja gut, gibt noch mehr Erfahrungspunkte. Theoretisch könnten wir ja erwarten, dass die hier alle von den Krebslingen niedergerannt werden, die dann hinterher alle wieder aufstellen, aber das macht man nicht. Das macht man nicht. So, und wir wollten jetzt zu einer anderen Wegmarke reisen. Ich nehme einfach mal diese hier, Hügelstadt. Ist es da, wo das Prinzessinnenschloss war? Ah, nee, das war das mit den Raupen. Was sind denn das hier für Käfige? Interessant. Wo wollen wir hin? Wir wollen, glaube ich, hier lang, ne? Genau, da haben wir wieder einen Bereich, den wir aufdecken können. Nicht oben, wir gehen lieber hier nach unten. Und dann sehen wir auch das eine Tor, Hügelstadt-Tor, was offen ist, wenn es das Tor hier sein soll. Ja gut, wenn hier Wachposten sind, dann ist es das wahrscheinlich. Skritburg-Zentrum entdeckt. Und hier haben wir jede Menge Kaufleute jetzt gleich. Was hast du denn so? Du hast eine Flasche. Zum Benutzen doppelklicken. Doppelklicken, um Flasche zu benutzen. Erforderliche Stufe 22? Hä? Alles klar. Aber wir können hier unsere Schrottsachen verkaufen, nämlich diese warmen Steine, die Nadeln und die Spinnenbeine. So, den Rest, den wollen wir noch behalten, den könnt ihr nicht haben. Aber aus dem Schrott, da könnt ihr ja wieder schöne Sachen bauen. Silbererz nehmen wir auch mit, das kriegen wir auch notfalls verkauft. Es ist schon irre, was die hier gebuddelt haben, diese kleinen Kerlchen. Ich meine, die sehen ja nur wirklich nicht so stark aus. Und wie wir festgestellt haben, ist es mit der Intelligenz bei denen auch nicht weit her. Auch wenn sie ja diese kollektive Intelligenz haben sollen. Cynthia Gold, was macht die? Unbemanntes Anzugding. Und wir haben noch mehr Kaufleute. Schauen wir mal, was hast du denn? Du hast Steine. Auch diese Steine sind erst ab Level 22 zu benutzen. Erfinderin schminkt da. Fertigkeitenherausforderung. Das machen wir. Seht ihr das Dings hier? Ich hab's erfunden. Naja, gefunden. Aber hab's erfunden zu fahren ohne Fahrer. Brauch ich jetzt starke Personen, um Dings da im Kampf zu testen. Eieiei. Hättest du nicht mal einen Moment warten können, bis ich das lese? Ah, na gut, also. Deine Mitteln auf den Kopf. Bums. Und ein bisschen kritischen Schaden habe ich ja auch noch. Welchen Level hast du denn? Oh, keine Ahnung, kann man auch nicht sehen. Wird runtergeregelt auf Level 21. Ei. Was ist denn das für ein Herzchen? Stufe 17. Okay. Aber gut, Menschen kommen hier natürlich rein und sind vermutlich sehr viel höher. Das haben wir geschafft. Und jede Fertigkeitenherausforderung ist gleichzeitig auch immer ein Event. Das heißt, wenn wir hier mal unter den täglichen Erfolgen Events haben und laufen hier durch, dann können wir die auch über sowas wie Fertigkeitenpunkte machen. Gut, hier hatten wir ja nichts. Nur irgendeinen Schrott, den wir selber nicht wirklich benutzen können. Ich finde es echt schwierig, mich hier zu orientieren. Skritkaufmann. Ah, die werden hier so dargestellt. Mhm. Und dann haben wir auch noch da jemanden zum Rüstung reparieren. Geht's da? Ach, da geht's rauf. Ich muss nämlich hier wieder zu einem Fertigkeitenpunkt. Dann rennen wir mit Windgeschwindigkeit. Genau so. Oder kommen wir da nicht hin? Doch da. Fertigkeitenherausforderung. Ah, die benutzen unsere Golems. Da, reparierter Golem. Ist doch nicht die Possibility, oder? Oh. Na, wie komme ich denn darauf? Hier kann ich nicht durchgehen. Hier vielleicht? Jo. Fass Skritburg Spezial. Nehmt eine Probe. Puh. Mhm. Nü.
Doppelklicken, um einen Fertigkeitenpunkt zu verdienen. Ein dickflüssiges, herzhaftes Getränk aus Skridburg. Es scheint irgendein Getreide zu enthalten, sowie ein paar vereinzelte Filzsträhnen. Hätte ich jetzt echt nicht gebraucht an Informationen. Jetzt bin ich gespannt. Ah ja, man nimmt es einfach nur so. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich irgendwo auf der Welt hin teleportiert werde. So war das. Aber ich glänze. Ah. Ach, das kann aber bleiben. Ich glaube, ich bin betrunken, so wie ich lächle. Bei Herr der Ringe Online, das habe ich zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2 gespielt. Da gab es sowas nämlich in den Gildenhallen, so ein großes Fass, das konnte man kaufen. Und wir haben uns in unserer Gilde immer einen Spaß daraus gemacht und zum Beispiel mal so Wetten veranstaltet, wer denn am weitesten weg, teleportiert wird. Denn wenn man da einen Schluck von nahm, dann wurde man irgendwo auf die Welt geportet. So, da sind wir ja doch gleich wieder richtig, um hier was Neues zu entdecken. Also gib Gummi Raja. Was haben wir hier? Ach, hier geht's wieder raus. Und wo geht es hier raus? Das Herzchen war übrigens Stufe 17. Das ist ja eigentlich schon genau richtig. Und die, uiuiui, die Speer hier sind Level 21. Das sind immerhin dann doch 3 Level über uns. Oh, sie haben ein Baumhaus. Ich will auch ein Baumhaus. Sehr hübsch. Ich komme euch besuchen, wenn ich Level 21 bin. Okay, dann zeigt ihr mir mal das Baumhaus. Die Tore zum Skridburg-Zentrum sind geöffnet. Oh ja, das kriegt man dann jetzt also immer gesagt. Dann, mein Gott, was haben die hier für einen Schrott auf... Au! Ich da nochmal rauf. Hier, auf dieses Ding. Ui, Absprung. Wir haben ja wirklich ziemlich viel Schrott aufgetürmt. Was sind das für Teile? Was ist denn das wohl mal gewesen? Es sieht eigentlich aus wie irgendwelche Fluggeräte, die abgestürzt und von denen dann hier so aufgebaut wurden. Das sieht aus wie ein Roboter oder so. Ein bisschen wie Iron Man. Gut. Dann müssen wir uns mal anderweitig umschauen. Hier unten haben wir doch ein Herzchen. Einmal eins, was wir noch nicht ganz fertig gemacht haben. Und einmal eins für Stufe 18. Oder sind wir ja genau in dem Bereich. Dann hüpfen wir da doch einfach nochmal hin zur Wegmarke Hügelstadt. Und wenden uns dann hier runter. Jo. Hier hinunter. Defekte Geschütztürme. Nö, wollen wir alles nicht. Wir wollen uns hier ganz schnell runter bewegen. Was müssen wir hier machen? Sammelt Raupenfleisch. Ach, das war das mit dem Raupenfleisch. Ja, das ist kein Problem. Hier sind so viele Raupen. Den können wir allen unseren Meteorschauer zeigen. Komm mal, Raupe. Guck mal. Guck mal, was ich für dich habe. Ich mach mal was ganz Mutiges. Guck mal, Raupen. Kommt mal. Und ihr auch, ihr kleinen Raupen. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich zünd mal die Bubble und jetzt hier. Oh, oh, Glück gehabt. Und jetzt noch einmal hier, Kritschaden. Oh nein, nein, nein. Ich bin trotzdem schlauer als ihr, ganz genau. Das war nämlich ganz schön clever hier, ha? Alle auf einmal. So schnell kann es gehen. Ganz viele Scheiben Raupenfleisch haben wir. Juhu. Dann sind noch mehr. Vielleicht reicht das ja. Wir haben ja schon welche... wir haben ja schon ein paar Erfolgspunkte. Ich habe mich so gefreut, dass das jetzt so gut geklappt hat, dass ich schon nicht mehr sprechen kann. Also, Sammler Snacket. Hier, snack mal mein Raupenfleisch. Wie? Willst du noch mehr Raupenfleisch? Guck mal, Champignons kann ich dir geben. Schnipp. 52 XP. Da sollten wir uns vielleicht noch mal ein bisschen öfter für solche Sachen bücken. Eisenerz. Wie viel XP kriegen wir denn hier? Ich glaube, hier waren wir ja rausgelaufen, ne? Tage, guck mal. Hallo Raupe! Hallo Raupe! Und hallo Raupe! Kommt alle schön hier rüber? Genau so. Und schwupp. Alles meins. Uiuiuiuiuiui. Bin ich jetzt wirklich down gewesen und dann sofort wieder aufgestanden? Hallo?
Schon gedacht, die steht irgendwie komisch. Die kann ich nicht treffen. Na, aber ich glaube, das war gar kein Raupenfleisch, was ich von denen gekriegt habe. Nö. Dann müssen wir noch mehr Raupen töten. Oder was steht da? Defekte Geschütztürme zerstören und die Skrit. Wofür stehen denn hier die Fackeln? Machen wir mal so einen Geschützturm. Ah, schießt der eigentlich auf uns? Der vergiftet uns sogar. Dann machen wir vielleicht auch noch ein paar Raupen mit. Guck mal. Da. Und jetzt kommt ihr mal hier zu dem Geschützturm. So. Machen wir wieder mehrere Sachen gleichzeitig. Wir benutzen unsere Bubble mal. Blocken hier alles, was hier reinkommt. So. Und das ist auch erledigt. Raupenfleisch. Yeah. Und wir haben schon wieder ein Ätherschlüsselteil. Müssen wir uns doch nochmal genauer angucken, wofür die da sind. Ich glaube, ich habe doch schon eins davon, ne? So. Snack it. Noch mehr Snacks. Oh, immer noch nicht fertig. Na gut. Wenn du so unersetzlich bist. Wahrscheinlich sind hier gerade mehrere Spieler oder so. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Raupenfleisch. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin... wieder einiges Materialien lagern. Jetzt haben wir ja schon zwei so Äther-Schlüsselteile. Mit fünf können wir daraus einen kompletten Schlüssel machen. Na dann, wenn die uns so nebenbei zufliegen. Oh, es ist Snackit. Gib mir Kammer. Warum nicht gleich so? So, 210 Kammer. Zukunftsplanung. Was hast du denn eigentlich so fürs Kammer? Asura. Nein, nicht nur Asura. Ihr freundlich zu den Skrit. Ihr Fleischfinder. Skrit satt. Ihr geholfen. So satt. Ich muss euch Dinge zeigen, Fleischfinder. Okay, zeig mal. Oh, der hat wieder viel. Grüne und blaue Sachen. Die blauen sind natürlich immer ein bisschen schlechter als die grünen. Das ist einfach eine bessere Rüstung oder beziehungsweise Waffenkategorie. So, Mittel brauchen wir nicht. Wir brauchen, wenn dann, leicht. 24 Verteidigung haben die. Mhm. Nehmen wir. Sind gekauft. So, was haben wir denn hier noch? Mit einer Fackel kann ich nichts anfangen. Aber Sack Wurmfutter. Das macht Zustandsschaden. Hm. 8 Stück. Ach komm. Kaufen wir. Der Wert selber ist halt größer. Und erstmal ausrüsten hier. Ach so, für was denn? Wir haben ja plus 7 Zähigkeit oder plus 4 Kraft. Ja, die sind nur Stufe 8. Die haben ausgedient hier. Die Petitionen sehen ein bisschen aus wie Nudelhölzer, oder? Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ziehen wir die an. Ach, die sind auch gleich lila. So, können wir noch irgendwas bergen? Ja, mit unserem Wiederverwertungskit können wir diesen Dolch kaputt machen. Und ja, die auch. Rausgekriegt haben wir Glück und zweimal Materialien, die wir lagern können. Gut, gut. Ach ja, die müssen wir wegschmeißen, weil die kauft kein Mensch. Kein Skrit. Nicht mal ein Skrit kauft diesen Plunder. Und alles nur, weil wir ihn für Karma gekauft und nicht mit Geld bezahlt haben. Ja, ja. Champignons. Die sind auch unsere, denn die geben auch Erfahrungspunkte. 52. Au! Ich war doch schon schnell genug weg. So, wo können wir denn noch hin? Ah, hier weiter noch nach Süden. Ich denke, wir reisen aber Wegmarke Tunnel. Und gehen dann von dort aus nach Süden. Ah, hier läuft auch gerade ein Event. Und zwar das mit dem randalierenden Golem. Ja, diesmal kriege ich aber was davon ab. Kommt, Leute. Reißt euch am Riemen. Genau, schaut mal. Ach, die Leuchtkäfer sind auch noch aktiv. Und Skadoosh! Hier sind ganz schön viele Leute damit beschäftigt, den zu töten. Ich kann mich erinnern, dass ich das beim letzten Mal mitbekommen habe, wie das Ganze hier begonnen hat. Und dann war der so schnell down. Genau, und beim nächsten Mal steht ihr dann auch noch das Handbuch. Durchsucht Schrotthaufen, bringt Zukur und beschädigte Kugeln. Vernichtet dabei feindliche Einheiten. Schrotthaufen. Ach ja, das hatten wir. Da waren doch hier irgendwelche Schattendinger, ne? Genau. Ja, aber ist klar, wie immer, wenn ich dann mal direkt irgendwie mich darauf gefasst mache und darauf reagieren möchte, dann kommt natürlich keiner.
Aber wir machen es trotzdem weiter. Schrotthaufen? Was ist das hier? Schlag des rostigen Schrottes. Ich mach damit Blutung, Vergiftung und verteilt Schwäche, okay? Komm hier, nimm das! Los! Oh, Schrott ist schon kaputt gegangen. Schade. Naja, wir gucken gleich mal, was wir da haben. Ach, es ist nicht tief. Ich hatte gedacht, das wäre vielleicht irgendwas, wo man abtauchen könnte. Aber nö. Wir haben eine Schwarzlöwentruhe gefunden. Super. Wir haben ja auch einen Schwarzlöwentruhenschlüssel. Dann schauen wir da gleich mal. Außerdem haben wir eine Hose gefunden. Die ist aber genauso gut wie unsere. Okay, dann bergen wir die direkt. Und die Handschuhe auch. Man kann ja nie genug Materialien haben. Und das Glück schlucken wir. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wir machen mal hier einen Doppelklick drauf. Schwarzlöwentruhe. Das war ja hier irgendwas würfeln. Dieser Gegenstand wird beim Öffnen zufällig ausgewählt. Aha, das soll das nur heißen. Dann wollen wir die mal öffnen. Drück die Daumen. Ah, ein Sammelverstärker. Sammelverstärkung für eine Stunde. Erhalte 10 Sekunden Eile beim Sammeln. 33% Chance auf zusätzliche Ressourcen beim Sammeln. Wiederbelebungskugel zum Benutzen doppelklicken. Wiederbelebungskrankheit 10 Sekunden. Ihr habt euch erst kürzlich wiederbelebt und erholt euch noch immer. Das heißt, wenn wir komplett down gegangen sind, können wir die aus unserem Inventar heraus benutzen und uns wieder hinstellen. Das ist manchmal an bestimmten Stellen, zu denen man sonst ewig hinreisen müsste oder so. Oder so in Instanzen ganz gut. Aber mit meinen anderen Charakteren habe ich die immer auf der Bank. Also gut, aber da wir ja die meisten Sachen, die wir hier mit unserer kleinen Asura finden, auch behalten wollen, wird die also auch in unserem Inventar bleiben. Und dann haben wir noch genau einmal einen Schnipsel eines Schwarzlöwentickets. Sehr cool. Denn dafür können wir uns mal ganz besondere Sachen kaufen. 10 Schnipsel kann man dann nämlich zusammenpacken zu einem Schwarzlöwenticket. Immer schön mit Spucke. Genau. So, hier haben wir noch so einen niedergegangenen und einen Schattenskelk. Das Herz hier machen wir auf jeden Fall heute noch zu Ende. Ups, da sind doch schon wieder welche hier aufgetaucht. Ach, das war die Stelle mit dem hohen Respawn, ne? Ich erinnere mich. Also in Bewegung bleiben und am besten versuchen nicht immer hier die gleichen Wege immer wieder zu begehen. Ups, das haben wir gemacht. Lassen wir mal schon eben. So. Ein Auge bleibt wachsam. Noch mehr Schrottkisten, noch mehr Schrottkisten, Schrotthaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall hier entlang, weil wir da oben zu diesem Aussichtspunkt müssen. Kommen wir denn von hier da hoch? Weil da jemand steht. Ne, wir kommen von da hinten da sicherlich hoch, weil da ist so ein Gerüst. Das heißt, wir schleichen uns hier mal an dem Schattenskelk vorbei, gehen über diese Brücke und dann da vorne die... Ups! Jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Und dann da oben die Leiter hoch. Shabuya. Dabei habe ich noch nicht mal meine Windgeschwindigkeit benutzt. So, und es geht immer weiter hinauf. Und weiter hinauf. Und noch weiter hinauf. Und da geht es schon wieder nach draußen, oder? Höhlenfledermäuse. Kriegen wir denn dafür auch was für unser Herzchen? Ach, das ist jetzt hier schon wieder ein neues Herzchen. Helft den Skript bei ihren Experimenten in den Tunneln von Skritburg. Gut, den Schrotthaufen machen wir auch noch weg. Schmiere werfen. Okay, das können wir mal direkt beim nächsten Gegner probieren. Wirf die Schmiere! Es gibt ja so ein paar Sachen, die man hier so finden kann. Na, oh, das haben wir abgeschlossen. Wie schön. Ein paar Sachen, die man so finden kann, in so Schrotthaufen oder auf dem Boden, die sind super. Also sowas wie Steine zum Beispiel. Denn die können oftmals... Was wollte ich eigentlich machen? Ach, ich wollte zu dem Aussichtspunkt da drüben. Kommen wir denn von hier aus dahin? Ja, hätten wir gar nicht hier raufgemusst. Okay. Genau, also Steine und so weiter, die man in die Hand nimmt. Wir schauen uns währenddessen mal das Video an, während ich das erzähle. Und wenn man die den Gegnern an den Kopf wirft, dann werden die entweder benommen oder unterbrochen oder fallen erstmal hin. Also
Das ist wirklich manchmal sehr wertvoll. Welchen Sinn wohl diese großen Rotoren hier oben haben? Egal, es sieht schön aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder um. Wir haben hier wieder einen wunderschönen Sternenhimmel. Und deswegen sage ich, nachdem ich dieses Herzchen noch entgegengenommen habe und unsere Belohnung eingestrichen habe, macht es gut, Leute. Lasst euch die Zeit bis zur nächsten Folge nicht so lang werden. Wir sehen uns. Tschüss.